Ihr seht's, im Taktikmodus sind das hier eigentlich die Todeszonen. Ne? Menge Roboter hier, oh. Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Was? Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Ja, und jetzt? Kriege ich keine Antwort, oder was? Frauen. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Black Ops 3 mit eurem Spooky VF auf Veteran. Und wir sollen die Quelle des Signals hier finden und uns an etlichen Robotern, durch etliche Roboter kämpfen. Oh, Tagebucheintrag. Ist das auch ein Sammelstück? Nee. Wir machen hier einfach mal alles an. Was weiß ich, vielleicht gibt es eine Trophy. Auszeichnung geschafft, guter Zuhörer. Ja, oder eine Auszeichnung eben, ne? Auszeichnungen sind cool. Guter Zuhörer, ja, ja. Nicht ein Treib zugehört. Aber normalerweise bin ich eigentlich echt ein guter Zuhörer, denke ich mal. So, hier ist die 48 Tratch. War das die, die wir weggeworfen haben, oder? Nee. Ach nee, das hier ist eine ICR. Hä? Tratch wollten wir doch aufheben. So. Holen wir sie einfach nochmal mit. Ich weiß nicht, ob das die ist. Und dann haben wir ja noch die hier. Das Sturmgewehr. Das ist eine ganz gute Mischung eigentlich. Bis jetzt sind wir ganz gut damit gefahren. Hacke die Konsole. Ja. Dürfen wir wieder hacken. Beeil dich. Wir ja, müssen da rein. Der uns seinen Druck machen hier immer. Ich glaube, dem hackt's. Heilige Scheiße. Hendrix, überprüf die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Platten ziehen. Okay, Kane. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nicht offiziell. Scheiße. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. Jason, war er nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, wenn er tot ist. Wieso finden wir einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Kane. Die CIA bringt uns rein, teilt uns einen Kontakt zu. Und wir stolpern über eine CIA-Operation? Macht das etwa Sinn? Hendrix? Was meinst du damit? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Kane. Ja. Okay. Da habe ich nämlich auch meine Zweifel schon dran. Hendrix? Ja, Kane, alles okay. Gut. Ich sehe Netzwerkaktivität aus einem Serverraum ein paar Etagen tiefer. Hey, das kann kein Zufall sein. Gehen wir. Jo. Also ganz ehrlich, hier weiß man gar nicht mehr, wem man trauen soll. Da will die Kane nämlich hier auf den Dings den Verdacht lenken, auf den Taylor. So kam es mal irgendwie schon vor. Da vorne ist es dunkel. Sichtverbesserung. Bestätigt. Dann führt sie uns hier in dieses komische Gebäude. Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Oh ja. Sehr kurios. Aber sie gibt uns auch wertvolle Tipps. Also irgendwie will sie auch anscheinend nicht, dass wir drauf gehen unbedingt. Oder ist halt alles Ablenkung und Tarnung. Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Puh, das auch noch. Ich glaube, die hackt's. Ja, was soll ich machen? Ah, okay, einfach nur hinstellen. Yeah!
Das ist die moderne Räuber leider. Du hast die Tür aufgekriegt, Hendrix. War ja nicht, oder? Ich habe sie nicht geöffnet. Na, doch, siehst du? Sag ich doch. Verrückte Scheiße. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Oh Mann. Sie sind im Wasser. Ja, danke. Das habe ich auch gemerkt. Ah, ich kann meine Nachtsicht gar nicht mehr aktivieren sogar. Oh Mann. Was war das? Ah. Boah. Ey, das ist ja fast wie im Horror-Game. Da hörst du es nur kurz rascheln und dann steht auf einmal so ein Ding auf. Und will dir an die Wäsche. Unglaublich. Nein, nein, nein. Wo bist du? Gerade am Nachladen, Freundchen. Sehe nicht. Da hinten. Da ist auch gerade was. Alter, Alter. Geht mir hier gar nicht ab. Bist du tot? Nee. Oh, oder noch einer. Was? Was? Oh. Ich dachte, ich hätte ihm die Lichter ausgepustet. Mann, nö. Ich habe sie nicht geöffnet. Ganz von vorne. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Sie sind im Wasser. Ja, 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 ich weiß. Und es sind gar nicht mal wenige. Oh, oh. Lad nach, bevor der hierher kommt. Manchmal sterben sie eben mit einer Salbe, wenn man es genau trifft. Und manchmal brauchen sie mehr. Komm, lad nach. Oh Mann, das hier ist richtig bedrohlich. Wer ist das? Ist das Kane? Ja. Hendrix meine ich. Geben kann. Wo kommen die? Wo sind sie? Oh ey, ich will den tappen. Oh, ist das so abartig. Alter. Wir gehen einfach mal weiter, würde ich sagen. Kane, Optik ist wieder online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Okay. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Ich will da gar nicht durch. Ihr seht es, im Taktikmodus sind das hier eigentlich die Todeszonen. Ne? Menge Roboter hier, oh. Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Was? Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Ja, und jetzt? Kriege ich keine Antwort, oder was? Ah, Frauen. Ach du Scheiße. Raus da! Direkt ja. Vor dir ist ein Ausgang! Danke! Boah! Fuck it! Waffenforschung aus, nicht nach Biotech-Labor. Die Chemikalien, die bei dem Desaster freigesetzt wurden, wurden nie identifiziert. Wittert noch jemand eine Vertuschung? Ich wittere hier alles. Oh, oh. Lauf. Kill them all.
Mann, oh Mann. Kommen da noch welche? Nee, komm, da können wir mal nachladen und dann geht's weiter hier. Oh, da ist noch mal was. Achso, Muni. Okay. Tschüss. Also, hörst du mich? Du musst das nicht machen. Das Blut an unseren Händen können wir nicht fortwaschen. Du weißt, wer ich bin. Ich bitte dich umzukehren. Lauf weg. Kane, Diaz meldet sich über einen sicheren Kanal. Till hatte recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein, er ist mit den Servern verbunden. Sende ihn Edith als Leiter für jede Info, die hier unten gespeichert ist. Er hat die Roboter gesteuert, ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu, wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. Ach du Kacke. Diaz, hör auf damit! Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören! Ich bin bereit, frei zu sterben! Boah. Ja, ich aber nicht. Du kannst Diaz nur vom Server retten. Ja, danke. Ich kann Diaz nur zerstören, wenn ich auch überlebe. Würde ich mal so Diaz, sagen. Hör auf damit! Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören! Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Ja, dann stirb. Ciao. Du kannst Diaz nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihm zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Du bist der Boss Lady, ja, wie immer. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Diaz. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Klingt, Kühlturm 1 freigelegt. Klingt interessant. 18 Uhr auf den Klang meiner Stimme. Frage nur, wie wir darauf kommen. Ich habe auch keine Granate. Ja, 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 ich muss nachladen. Kühlturm 1 offline. Kern freigelegt. So, wer muss dort jetzt hin? Ich? Ja, natürlich. Wer denn sonst? Lass die schlechten Erinnerungen los. Finden Sie. Du musst nah ran. Wir müssen im freigelegten Schacht einen Sprengsatz anbringen. Alter. Hoch. Ja, halt die Schnauze. Wieso? Ah, Mann, immer weil die nur Druck machen. Mann! Diaz, hör auf damit! Och ja, nochmal ganz von vorne. Och, ey. Du musst aufhören. Ich. Pff, fuck. Boah, bin ich geladen gerade? Hör auf damit! Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören! Ich. Bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Ja, ja, ja. Wir wissen es so langsam. Kommen die eigentlich endlos nach dir, oder was? Du kannst Diaz vom Server trennen, indem du den Kern über ihm zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Komm, mach hinne. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Diaz. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Ja, ja. Kühlturm 1 freigelegt. Achten Sie nur auf den Klang meiner Stimme. Ach, jetzt der Kühlturm 1 hier hinten. Entspannen Sie sich. Kühlturm 1 offline. Gut, der ging schnell weg. Alter. Dort jetzt irgendwie hinkommen. Du musst nah ran. Wir müssen im freigelegten Schacht einen Sprengsatz anbringen. Ja, ich weiß. Na los! Seht ihr nicht? Wer schießt? Platziere dort eine Granate. Ich hab keine Granaten. Mal so nebenbei. Du hast sie gehört. Geh auf den Turm und wirf eine Granate in den Schacht. Wie soll
Achso, ich muss dort hochklettern.